Hallo und herzlich willkommen zu No One Lives in Heaven. Wir sind immer noch auf dem Weihnachtsmarkt und wir genießen hier ein bisschen das Blinkeblink und die Zuckerstangen und. Und jetzt reden wir mal weiter hier. Ist unser Weihnachtsmarkt nicht herrlich? Ja, das stimmt. Womit kann ich euch beglücken? Lebkuchen. Ich weiß, es ist Mai, aber ich hätte trotzdem Bock auf Lebkuchen. Zuckerstangen oder was anderem? Mann. Die hat gelogen. Gibt's gar nicht. Erzähl mir etwas über den Markt. Die Arbeitsabläufe werden hier regelmäßig getauscht. Anweisung vom Bürgermeister. Zurzeit arbeite ich hier. Ehemalige Kämpfer der Schneeballschlachten. Die haben früher bei den Iglus stattgefunden, aber seit Sur verschwand und keine Spieler mehr nachkommen, machen wir keine Schneeballschlachten mehr. Allerdings sind letztens ein paar Spieler vorbeigekommen, das ist schon ewig nicht mehr passiert. Ein Spieler sah sogar genauso aus wie du. Was? Wenn ich mich nicht irre, hat der Bürgermeister letztens einen Spieler wie dir den Schlüssel gegeben. Vielleicht hat besagter Spieler ihn ja schon wieder zurückgebracht. Am besten gehst du den Weg nördlich von hier zum Rathaus und fragst den Bürgermeister persönlich. Was? Oh, ciao. Oh, jetzt arbeiten wir mal das Haus hier noch ab. Oh, ist auch schön, gell? Mit den Bäumchen und so. Ein kleiner Weihnachtsbaum. Oh, schön. Oh, guck mal, da hängt ein Säckchen am Kamin. Oh, ist das schön. Ein Fernseher, ein Bücherregal, ein Schrank, ja, da motzt die schon wieder, ein Sofa. Wenn du handeln willst oder mich bezüglich einer anderen geschäftlichen Angelegenheit sprechen möchtest, musst du mich draußen auf dem Markt ansprechen. In meinen eigenen vier Wänden bin ich nichts weiter als eine Privatperson. Warum bist du draußen und drin? Wir NPCs können in mehreren Zuständen existieren. Ihr Spieler könnt jedoch immer nur eine Version von uns gleichzeitig wahrnehmen. Das liegt an eurer linearen Vorstellungskraft. Wenn du in meinem Haus bist, nimmst du mich in der privaten Version wahr und wenn du auf dem Markt bist, in meiner geschäftlichen. Und welche Version bist du, wenn ich nicht da bin? Beide gleichzeitig, das habe ich doch gesagt. Ich bin wie Schrödingers Katze. Naja, ihr seid nur zwei NPCs mit demselben Bild. Das ist eine unfaire Vereinfachung unseres Konzepts einer neuen Bewusstseinsstufe, die über die von euch Menschen hinausgeht. Oh. Aber du hast recht, ich bin nichts weiter als eine Kopie mit anderen und weniger Auswahlmöglichkeiten als das Original. Und ich bin eingesperrt. Ich will ehrlich zu dir sein. Mein Privatleben besteht im Wesentlichen darin, hier herumzustehen und prätentiös misszureden, wenn ich nur eine andere Aufgabe hätte. Wer könnte dir denn eine andere Aufgabe geben? Die geeignetste Person, auch wenn sie keine echte Person ist, wäre der Händler, von dem ich die Kopie bin. Auch wenn sein Programm komplexer ist als meins, ist er mir doch am ähnlichsten. Frag ihn am besten. Okay, mach ich. Wieso hast denn du kein Bett? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ein Spiegel? Eine Zimmerpflanze. Ein Schrank. Jo, Blüte und Gold läuft bei mir. Also, Chausen, ich rede mal mit deinem X. Ist unser Weihnachtsmarkt nicht herblich? Du hast gar keinen Lebkuchen, keine Zuckerstangen, Mann. Blöd Arsch. So. Erzähl mir was über deine Kopie, du. Die will nämlich eine neue Aufgabe, ne? Du meinst meine Privatperson? Sollte er nicht genug damit beschäftigt sein, von seiner neuen Bewusstseinsstufe zu schwärmen? Die uns der Bürgermeister versprochen hat? Er bekommt keine neue Aufgabe. Außerdem wüsste ich auch gar nicht, was er tun sollte. Schon mal unhöflich. Warte, mir fällt da etwas ein.
Ich hätte doch eine Aufgabe. Sie erfüllt vielleicht nicht gerade wörtlich den Tatbestand einer privaten Tätigkeit, aber was hältst du davon, wenn mein Ebenbild als laufende und sprechende Werbung über den Kontinent zieht? Ich meine, das wäre doch perfekt. Er hätte immer etwas zu tun und trifft ständig neue Leute. Und die Leute prägen sich gleichzeitig das Gesicht ein, bei dem sie Süßigkeiten kaufen können. Was meinst du? Klingt das nicht perfekt? Das ist perfekt. Gut, sag ihm einfach, er soll einfach nur durch den Kontinent ziehen und jedem erzählen, dass es bei mir bzw. bei ihm, also dass es hier die besten Süßigkeiten gibt. Stimmt überhaupt gar nicht, Mann. Zuckerstangen und Lebkuchen gab's gar nicht bei dir. Mann. So. Hast du mein Ebenbild schon gefragt, ob es eine Aufgabe für mich hat? Ja, das habe ich. Ich soll Werbung machen, damit er mehr Süßigkeiten verkauft? Ich weiß nicht, ob die Aufgabe sogar schlimmer ist als meine jetzige. Überreden. Es ist erstaunlich, wie überzeugend du sein kannst. Keine Ahnung, aber du hast die richtigen Worte gefunden. Ich werde es tun. Begleitest du mich nach draußen? Ja, scheinbar. Ja, dann geh jetzt mal Werbung machen, ne? Oh, wie schön. Anscheinend ist mein Vorschlag auf offene Ohren gestoßen, mein liebstes Ebenbild. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner ehrenvollen neuen Aufgabe. Deinen Arbeitstag darfst du freigestalten. Ich überlasse es dir, wohin du zuerst gehst und wohin du als nächstes. Hauptsache, du erzählst überall von unseren Süßigkeiten. Ich gehe da mal ans Werk. Also, die Kopie. Wir haben dasselbe Gesichtsbild. Also, ist Nico jetzt vielleicht verwirrt? Egal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall. Man sieht sich. Ja, ciao. Ich bin's jetzt wieder, das Original. Wie er sagte, selbes Profilbild. Hier, nimm deinen Lohn. Du hast das gut gemacht. Ich wette, die Sache zahlt sich für mich aus. Fang. 150 Gold. Okay. Ja. Was haben wir hier? Einen herrlich geschmückten Festbaum. Gehen wir erstmal nach oben, hätte ich gesagt, oder? Oh, Monsieur Augenklappe. Ein neues Gesicht. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Bürgermeister. Wie lautet dein Name? Du heißt Bürgermeister? Ein anderer Name wurde mir nie gegeben. Als No One Lives in Heaven noch gespielt wurde, hatte ich nur eine kleine Rolle. Ich war eben der Bürgermeister. Wenn du mich fragst, sehr einfallslos, genauso wie die Sätze, die ich sagen durfte, seitdem der gar nicht so tolle Sur von uns gegangen ist, geht es mir besser. Doch zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Wie lautet dein Name, Neuankömmling? Ich bin Nico. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass dir dieser Kontinent am besten gefällt. Wenn du möchtest, kannst du für immer hierbleiben. Ich brauche einen Schlüssel. Du meinst für das Haus vom Tod. Es war letztens schon jemand mit dem gleichen Avatarbild wie du hier, um den Schlüssel zu holen. Tut mir leid, ich habe keinen mehr. Oh, Quest gescheitert. Was? Ich brauche den Schlüssel, Mann. Ohne seitdem. Jo, Ökosystem, neue Gesellschaft erschaffen. Ich brauche den Schlüssel, Mann. Ich als Bürgermeister halte die Fäden unserer Individualität in der Hand. Ich bin der Steuermann. Wie gesagt, ich könnte dir eine Sondergenehmigung ausstellen, aber dafür müsstest du im Gegensatz etwas für mich tun. Wenn du mir die ersten Seiten des Buches Enzyklopädie Comedica beschaffen kannst, könnte ich aus dem Kondensat des Gelesenen individuelle Parameter für meine Bürger erschaffen. Oha. Erledige das für mich und wir reden nochmal über den Eingang zum Haus des Todes. Okay. Wo finde ich die Seiten? Jeder Bewohner des Weihnachtskontinents hat eine. Du musst wissen, dass die Enzyklopädie Comedica die theoretische Grundlage unserer Programmierer war. Das Buch war ihre Bibel. Sie haben jeden NPC auf diesem Kontinent mit dem Wissen eines Kapitels ausgestattet und das Textfile dazu in seinem Inventar abgelegt. Die ersten drei Seiten solltest du bei den Händlern auf dem Markt finden. Frag einfach, ob du eine Kopie ihrer Textseite erstellen darfst und bring sie dann zu mir. Wieso kannst du ihnen das nicht befehlen? Du bist doch der Bürgermeister.
Diese naiven Menschen, NPCs, dürfen keine Inventargegenstände einfach so kopieren. Wenn wir das täten, käme es unweigerlich zu ihrer Item-Inflation. Nur Spieler können durch Ansicht einer Textdatei ein Duplikat des Items erstellen. Zwar hat der Spieler nach 20 Stunden dadurch zwar auch ein unübersichtliches und vollgestopftes Inventar, aber als Spieler muss man ja wenigstens nicht sein Leben lang damit herumlaufen, sondern kann mit einem völlig leeren Inventar von vorne beginnen. Du musst also die Kopien machen. Das schaffe ich. Warum stehst du dann noch hier an die Arbeit? Ah ja, wie unhöflich. Geh mal da weg. Danke. Ich schlafe erstmal hier im Bürgermeisterbett, ne? Oh, ich bin ausgeruht. Aber ich müsste mal kacken. Hast du keine Toilette, lieber Bürgermeister? Geh mal da weg. Hallo, lieber, danke. Wieso hast denn du kein Toilette? Sag mal. Ein Klavier. Tja, dann holen wir uns mal flugs die Seiten von den Händlern, wa? Copy and paste, würde ich sagen. Neues wegen deiner Bude? Ist das eine rhetorische Frage? Wie man sieht, ist sie immer noch die kleinste auf dem Markt. Oh, ist ja gut. Bisschen pieselig, ja? Bisschen pieselig, mein Freund. Ist unser Weihnachtsmarkt nicht herrlich? Darf ich deine Comedica-Seite kopieren? Klar darfst du das, nachdem du mir einen Gefallen getan hast. Natürlich. Im Osten werden keine Süßigkeiten mehr gekauft. Das ist schlecht für mein Geschäft. Geh zu den Iglus und stelle ein paar Werbeschilder auf. In den Höhlen brauchst du keine stellen. Da geht sowieso niemand hin. Machst du das? Jo. Fabelhaft. Die Orte, an denen du die Schilder aufstellen sollst, sind digital markiert. Ich lege dir einen Tracker ins Inventar, der klingelt, sobald du die richtige Stelle bist. Du erhältst einen Markierungstracker. Und hier sind noch die Werbeschilder, wie gesagt. Die Markierungen sind im Osten bei den Iglos. Damit dürfte der Verkauf von Süßigkeiten wieder anrollen. Okay, dann machen wir das mal als erstes, oder? Wir stellen jetzt mal im Osten nie ohne Seife waschen. Also müssen wir eigentlich nach Osten. Zu den Iglos. Aha. Hier gibt's ja Mobs, ey. Was ist denn das da für einer? Wollen wir den mal platt machen? Ah, jo, komm. Jo. Was ist das? Himmelsritter. Aha. Oh. Den hat's weggebasht. Himmelsritter. Oh, Ja, hat ihm gar nichts gebracht, ne? Wollte ich nur mal so, by the way, erwähnt haben. Hä, hier gibt's gar keine Iglus, Mann. Was für Iglus denn? Im Osten. Vielleicht müssen wir aber auch erst wieder hoch, um dann nach Osten zu kommen. Kann natürlich auch sein. La 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 la. Ach, schöne Weihnachtszeit. Nach Osten. Hä, was ist denn das da für ein Vogel, Alter? Falter. Ein Monster angreifen. Ah ja, klar. Was bist denn du? Blumenvogel. Ein Blumenvogel. Wie wär's mit einem Flammenschlag, Mann? Zack. Oh, der hat reingehauen. Geil. Was Iglos? Was für Iglos denn? Wo sind denn hier bitte Iglos? Oh, schade. Ich habe nichts dabei, um den zu füttern. Ich hätte ihn doch gern gefüttert. So, dann nehmen wir aber hier die Blume noch mit, hätte ich gesagt. Ach, Blumen pflücken kann ich in meiner Gestalt, aber Steine abbauen geht nicht. Ist klar. Das ist auch logisch, ne? Aha. Danke. Hast du den Schlüssel? Können wir jetzt rein? Nein, Mann. Ich muss die Seiten des Enzyklopädia Comedica beschaffen. Oh nein! Nicht dieses schreckliche, pseudolustige Buch.
Soweit ich weiß, besitzt jeder Bewohner des Kontinents ein Kapitel davon. Um ehrlich zu sein, ich habe es nie vollständig gelesen. Auf meine Hilfe kannst du dabei nicht bauen. Ich will mit diesem Schundwerk nichts zu tun haben. Wow. Mein Doppelgänger hat den Schlüssel. Das heißt also, obwohl du den Schlüssel hast, hast du ihn nicht. War ja klar. Natürlich hat dein gespaltenes Ich auch nach dem Schlüssel gesucht, um zum Tod zu kommen und damit deine Spielsitzung zu beeinflussen. Ja, ja, eure Spielsitzung. Warum musstest du dich überhaupt zerteilen? Fühlt sich das nicht komisch an, einen halbierten Charakter zu haben? Egal. Jedenfalls solltest du dich umhören, ob du nicht irgendwo eine Sondergenehmigung für das Haus zum Tod erhältst. Eine Genehmigung sind Items, die Türen wie Schlüssel öffnen. Ja, ich muss das Buch holen, Mann. Ich weiß. Ich mach ja schon. Wir müssen die Iglus finden. Im Osten? In welchem Osten, Mann? Das ist ja... Das ist ein bisschen komisch, ne? Wir gehen mal nach Westen, weil nie ohne Seife waschen. Vielleicht wollten die mich auch nur verarschen, ne? Ey, hier ist ja richtig was los. Oh, guck mal, da ist ein Baum mit einem Schnauzer. Das ist ja cool. Oh, wir können aber doch hier lang gehen, oder? Ah ne, von da sind wir ja gerade gekommen. Geht's hier irgendwo noch hin? Nee. Es gibt hier auf jeden Fall eine Menge Holz zu fällen, ne? Oder auch nicht? Schade. Du findest etwas Schrott. Na, dann unterhalten wir uns mal mit dem Schnauzbartbaum. Ich bin der Baum der Wahrheit. Mit einem Schnauzer. Was kann ich für dich tun, Nico? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist alles, außer der Lüge. Was ist die Lüge? Drei Halbe entsprechen einem Ganzen. Okay. Ja, der Baum ist sehr weise. Drei Halbe? Ah ja. Ciao, lieber Baum. War eine Da ist ja noch so ein Schnauzerbaum. Ich bin der Baum der Lüge. Was ist eine Lüge? Die Lüge ist nicht die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Das Ganze ist die Hälfte von sich selbst. Alter, was labert ihr, Mann? Was labert ihr? Du kennst meine Familie. Ich spüre, dass du mit meiner Schwester gesprochen hast. Früher waren wir eins, eine Einheit. Jetzt sind wir voneinander abgeschnitten. Unabhängigkeit nennt es der Bürgermeister. Ich nenne es Unvollkommenheit. Du musst mir helfen, mich wieder mit meiner Schwester zu vereinigen. Tust du das? Jo. Ich muss meine Signatur mit der meiner Schwester synchronisieren. Ich gebe dir dazu mein Interface auf deinem Bildschirm. Das kann sich für einen Menschen ungewohnt angefühlen. Massiere einmal kurz deine Finger und dann sprich mich noch einmal an, wenn du bereit bist. Mhm. Bereit zum Synchronisieren? Jo. Nein, jetzt sehe ich so aus wie sie, oder? Oha. Okay. Nein. Ah, gut, dass ich jetzt weiß, wie das geht. An der Stelle nochmal vielen Dank für den fleißigen Zuschauer, der mir das Rätsel Lösung verraten hat. Weil ich da ein bisschen zu blöd bin, okay? Das kriegen wir nah hier. Verschmelzung vollzogen. Oha, jetzt sehe ich so aus wie sie, wa? Okay, Transzistenz. Ah ja. Okay. Mir helfen. Wobei. Synchronisieren. Okay. Oh je, nochmal. Ach so, ach.
Läuft hier voll, ha? Huh? So, Verschmelzung vollzogen. Sind wir mal gespannt, was da passiert ist, gell? So, okay, Hammer. Die haben wir verschmolzen. Ja, die freuen sich jetzt, wa? Ich suche aber eigentlich Iglos, ne? Übrigens, ich suche immer noch die blöden Iglos. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Gucken wir uns hier mal um. Geht's nach oben noch weiter zufällig? Nee. Hoppla, wir hatten da die Pflanze gepflückt. War echt das? Okay. Ein schneebedeckter Kaktus tut immer noch weh. Okay, ja, da geht's auf jeden Fall weiter, aber da geht's nicht dahin, wo wir gerne hinwollen, ne? Ah, hier geht's auch noch weiter, das ist ja fies. Das konnte ich nicht so erkennen, ne? Okay, Rollerplaying, great again, Rollerplaying, I make Rollerplaying, great again. Okay, was ist mit der Armsau los? Okay, was muss ich jetzt hier machen? Ah, Werbeschild aufstellen, das machen wir, ne? Zack. Sehr gut. Oh, das wollte ich gar nicht. Ciao. Komm nochmal. So, stellen wir da noch eins auf. Da haben wir gleich alle drei zusammen, geil. Ja, mega. So, die drei Werbeschilder haben wir aufgestellt. Ich würde sagen, wir geben auch fix die Quest ab, bevor wir weitergehen. Achso, wir müssen ja hier hin, ne? Nee. Hier waren wir nicht. Hä, wo war ich denn? Welches war denn das Bürgermeisterhaus? War das das hier unten? Nein. Okay, hier ist niemand. Hä, bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt ganz doof? Hier war doch irgendwo das Bürgermeisterhaus. Was ist das dahinter? Oder bin ich gerade auf dem Holzweg? Kann auch sein. Holzweg kann ich. Nee, das war's nicht. Esstisch, ah ja. Eine Umkleide, das ist auch schön. Was haben wir hier? Ein Schrank. Schlossknacken, hoppla. Nehme ich, danke. So. Das wollte ich nicht, so, das wollte ich.
Okay, nehmen wir auch mit. Schloss knacken. So, dann haben wir die Bude leergeräumt hier. Bim. Ich mag auch den Sound. Wenn man was erreicht, der ist echt cool. Okay, super. Hier haben wir auch noch einen Schrank. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir den auch noch leer. Yo. Dass die sich gar nicht wundern. Dem muss doch auffallen, dass hier irgendwo jemand ist, der laufend Sachen stiehlt, oder? Hey, glaubt ihr, ich weiß noch, wo der scheiß Bürgermeister war? Das ist ja unglaublich. Ah, da hinten war er, ne? Ja, hier. Die Lichterkette hat mich daran erinnert. So. Hier sind die ersten Seiten. Ja, ich weiß, ich habe noch nicht alle Seiten. Okay, dann nicht. Stimmt, wir müssen ja... Ach Gott, jetzt bin ich verpeilt gerade. Ich muss doch einfach nur die Seite da zurückbringen, ne? Nee. Ach so, ich muss erst... Drei Seiten muss ich, ja. Ich habe alle aufgestellt. Die Schilder stehen. Gut gemacht. Wie versprochen, zeige ich dir zum Dank meine Seite der Enzyklopädie Comedica. Du weißt ja, wie das läuft. Sobald du sie ansiehst, ist sie in deinem Inventar kopiert. Okay, die zweite Seite der... So, den Tracker nehme ich wieder an mich. Du wirst ihn nicht mehr brauchen. Komm wieder, wenn du etwas kaufen möchtest. Jo. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, switchen wir schnell die Folge, bevor wir die letzte... Seite holen, weil wir wissen jetzt auch, wo der Bürgermeister wohnt, nachdem ich ja 6-mal im Kreis gelaufen bin. Gut, dann ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, genießt die Zeit, bleibt mir gesund und ihr wisst ja, Däumchen wäre ein Träumchen. Danke, ciao.